wenn ich dir das erzähle mit Principal Waller, dann musst du so lachen, dir fliegt der Smoothie aus der Nase. Ha, Harley, so lache ich garantiert nicht. Das kann ich ändern. Vollgerotzt! Von unten bis oben! Das reicht! Ich kündige! Das war's! Ach, Gladys, es ist Mittagszeit. Ich brauche dich. Ich will 88 Bananen-Gelee-Preis. Schnell! Es ist ein Notfall! Steve, da mein Freund durch seinen Lachanfall deine Bedienung ja dazu gebracht hat, zu kündigen, helfe ich dir. Bist du sicher? Kellnern ist ein harter Job. Na, schließlich rette ich die Welt ein paar Mal pro Woche vor ihrer kompletten Zerstörung. Da werde ich ja wohl mit ein paar schwierigen Gästen klarkommen. Hey, kannst du mir das auch einpacken? Hat dieser Truthahn ein Biosiegel? Wann kriege ich endlich meine Preis? Himmel und Erde für Separé, der Salat muss sofort zu Tisch 10 und der Burrito wird langsam kalt. Alles und klar? Und der Gorilla wartet auch noch auf seine Preis. Oh ja, alles klar. Ich erledige das. Oh, ich erledige gar nichts. Preis! Ich dachte, du versorgst uns hier richtig schön umsonst. Nicht hingucken. Aber ich glaube, Cheetah will einen langen Schuh machen. Wieso sollte Cheetah einen Schuh machen? Bitte, alles gerettet. Fast alles. Und geht's? Oh, nicht wirklich. Noch nie habe ich bei irgendwas versagt. Aber total versagt bei einer Pie-Bestellung. Hey, du kannst nicht in allem die Beste sein. Crypto, aus. Das macht dich noch ganz wuschig. So, Steve. Und morgen brauchst du mich auch? Wann kommen endlich die Pies? Nein, ich glaube nicht. Ich habe irgendwie so einen Appetit auf Bargeld. Und das hätte ich dann gerne to go. Hey, weg da! Ich will alle Pies! Ich glaube, ich träume. Keine Chance, Matt Harriet. Du steckst deine Gabelfinger nicht in. Wirklich Pies? Ich sagte Good Pie zu dir. Vielen Dank für den Obstsalat. Du bist nicht die beste Kellnerin, eher die schlechteste, aber eine unglaubliche Superheldin. Ach echt? Aber das war doch gar nichts. Du kennst doch die alte Redewendung, ein Kinderpie. Kinderspiel. Ich will mehr Pie!